Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es ein Valentinstags-Make-up, passend zum Valentinstag natürlich. Wir verbringen unser Valentinstag mit Essen gehen und danach ins Kino gehen und zwar den neuen Film mit Harley Quinn gucken. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Ich habe mir schon alles rausgesucht, das sind einige Produkte, die ich auch im Alltag verwende. Sorry. Ich habe gerade voll den Frosch im Hals. Ich hoffe, es ist gleich wieder vorbei. Ich würde sagen, wir starten mal. Und zwar benutze ich als Foundation die Max Factor Facefinity All Day Flawless Foundation in der Farbe Natural 50. Also die ist fast leer, da ich die immer ganz gerne benutze sozusagen. Wenn ich mal Make-up trage, ich trage ja eigentlich eher getönte Tagescremes. Dann kommen wir zu Concealer. Da benutze ich den Essence Stay All Day 16 Hours Concealer. So, als Puder benutze ich den Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Und da ist jetzt noch ein Schwämmchen dahinter. Das ist leider gebrochen, deswegen muss ich es vorsichtig öffnen. Ups. Damit ich nicht zu viel verliere. Ich würde es euch auch nicht zeigen, wie es so ausschaut. Das schaut echt katastrophal aus. So, Gesicht ist gesettet. Jetzt kommen wir zu Lidschatten Base. Und dann benutze ich die Essence I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Wenn ihr übrigens mal mein Alltags-Make-up, was ich so in der Arbeit trage, sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann drehe ich euch das mal ab. Da ich nämlich aktuell wieder neue Produkte teste, da einige leer gegangen sind. So. Ich benutze heute zwei verschiedene Paletten. Und zwar einmal die Essence All About Toffee Eyeshadow Palette und die Manhattan Retro Glam Vintage Romance Eyeshadow Palette. Ich fange mal an mit der hier, mit der von Essence. Ich habe doch irgendwo noch einen Blending Brush hier und da noch. Und glätten. Genau. Ich benutze die Farbe hier für das komplette Lid. Muss auch jetzt gar nicht so schön sein, da ich dann noch mit einer anderen Farbe mit drüber gehe. Dann benutze ich meinen Blending Brush. Da gehe ich jetzt zur anderen Palette und nehme diesen dunkelroten Ton. Und das kommt jetzt einfach komplett darüber. Ich liebe diese Farbkombination wirklich. Jetzt noch die andere Seite. So, sieht einfach nur ein bisschen crazy aus ohne Augenbrauen und Wimpern. Dann kommen wir auch schon zu Augenbrauen und da benutze ich die Love Brightitude Eyebrow Palette. Die benutze ich auch im Alltag, wie ihr seht, ist eine Farbe schon fast leer. Ich glaube, so ungefähr passt. Meine Augenbrauen sind total so ungleich, weil sie eben nicht gefärbt sind und so schwer da was zu finden und die müssen auch unbedingt wieder in Form gebracht werden. Ich habe meine Augenbrauen jetzt mit dem Pixie by Petra Proud Dermer gesettet. Dann decke ich jetzt noch schnell Pickel ab und zwar mit der Catrice Camouflage Cream in der Farbe 10 Ivory. Wie ihr seht, ist die auch bald leer. Auf meinem Auge wegbringen. Schon besser. Jetzt habe ich mal wieder mit meinen Lidschattenfingern reingelangt. Ich tue jetzt auch noch ein bisschen Puder drüber. Vielleicht auch ein bisschen Concealer. So.
Route ankommst, wieder. Man kann jederzeit das abmachen. Concealer drüber, Puder drüber und es sieht aus wie neu. So, nochmal von vorne, Leute. Mit abdecken. Wo ist jetzt mein Abdeckstift? Da. So. Schon fühlt man sich wohler, wenn man das nicht mehr sieht. Weiter geht's mit Contouring bzw. Bronzer und dann benutze ich meine Sleek Make-up Palette mal wieder und zwar das Face Contour Kit in der Farbe Light und dann benutze ich heute den Bronzer und den Highlighter. So. War ein bisschen viel oben, aber das ist einfach dunkler. Umso mehr muss ich mich ausblenden. Das jetzt noch ein bisschen runter. Dass es nicht so hart kantig aussieht. So. Dann kommen wir zu Rouge. Da benutze ich die Essence Blush Artist Shading Powder Palette und zwar in der Farbe 30 Rockin' Roses. Da benutze ich diese Farbe hier. So. Oder so drin. Ich dachte, die leben noch gar nicht im Februar. Diese Scheißviecher. Sorry. So, dann benutze ich den Highlighter und da gehe ich jetzt mit so einem Highlighter-Pinsel rein. Damit wird es aber nicht intensiv genug, deswegen nehme ich meine Finger. Das sind nämlich die besten Sachen zum Highlighter auftragen. Lippen auch nicht vergessen. Dann kommen wir jetzt zu Mascara. Und da benutze ich einmal meine Rivella de Lupiagen Maxi Definition Mascara. Weil ich die gut finde als Base Mascara. Und als Topping benutze ich die Maybelline The Colossal Go Extreme Leather Black Volume Mascara. Zur Feier des Tages. Und als Topping gibt es heute so eine rote Lippen. Und zwar ist es so eine Chanel Rouge Coco Gloss 752 Probe. Das mal, ich glaube, in irgendeiner Zeitschrift oder so hatte, oder bei Douglas bekommen habe. Und fertig ist mein Valentinstags-Look. Er gefällt mir richtig gut. Ist richtig schön im Pink und Rot, so wie Valentinstag gehört. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir gebt dem Video einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann am Sonntag um 12 Uhr zu einem neuen Video. Ne, um 14 Uhr. Sorry, um 14 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!